Hallo Sarah. Hallo? Mensch, wir hatten ja eben in dem Video gesehen, der hat ja ziemlich Angst, ja, dort mitten in dem Sturm. Ging es dir auch schon mal so? Oh ja. Ich hatte schon eine Situation, wo ich richtig Angst hatte. Und zwar bei meiner letzten Prüfung an der Uni. Das war mein letzter Versuch gewesen. Und wenn ich diese Prüfung nicht bestanden hätte, wäre ich exmatrikuliert. Das heißt, ich dürfte deutschlandweit nicht mehr meinen Studiengang studieren. Wahnsinn, das kann man voll verstehen, ja. Wie hat die Angst sich denn bei dir gezeigt? Wie hast du es denn gemerkt? Oh, das war überwiegend durch Schlaflosigkeit, Bauchschmerzen, aber vielmehr diese Einschüchterungsstimmen. Es ist ja oft so, dass sich die Angst auf verschiedenen Ebenen zeigt. Es gibt ja der Psychologie diese vier Ebenen der Angst, die kognitive Ebene. Das sind die Gedanken, ne? Ich sehe eine Situation, eine äußere oder eine innere, die ich mir vorstelle, und dann kommen die Gedanken und spielen verrückt. Die lösen dann die Gefühle aus, und wir haben da gleich eine Folie dazu, gerade mal zeigen. Dann gibt es die vegetative Ebene, das ist Herzrasen, Mundtrockenheit und so. Eigentlich bei Freude werden ähnliche vegetative Symptome ausgelöst, ja. Aber bei der Angst, das verstärkt natürlich dann noch unsere Gedanken, unsere Gefühle. Die Muskeln, die spannen sich an, man möchte am liebsten weglaufen oder man ist wie erstarrt, ja. Was haben denn die Gedanken so gesagt bei dir? Das waren Fragen wie, was ist, wenn ich dieses Studium nicht beenden kann? Ich hätte viel Geld darin investiert, viel Energie verschwendet. Ich hatte auch Angst, meinen Vater zu enttäuschen, meine Familie zu enttäuschen. Was werden die anderen denken? Wie sieht denn meine Zukunft ohne diesen Abschluss aus? Zumal es ist sehr oft in der afrikanischen Kultur so, dass man unbedingt zum Ende bringen sollte, womit man angefangen hat. Und die Resilienz und Ausdauer werden schon von Kind auf schon richtig auf die Probe gestellt. Und meine Gedanken waren auch mal, ruf mal im Studierendensekretariat an, lass dich selbst abmelden, wie du eben meintest, dieses Fliehe, ne? Oder brich doch ab, mach doch was anderes, du wirst doch eh nie Bauingenieurin. Niemals. Fliehe. Ja, genau. Die Gedanken, die simulieren ja praktisch, was kann alles passieren, was könnte ich tun, Ganz wie könnte ich einen genau. Ausweg suchen und so Ganz weiter. Und genau. meistens geht man ja von dem Schlimmsten aus, ne? Also jetzt in dem Video, der hat ja gesagt, wir werden ertrinken, wir werden alle sterben, ne? Genau. Man stellt sich oft so das Schlimmste vor, was ja dann Gott sei Dank nicht eintrifft. Genau. Hast du dich dann exmatrikuliert? Wie ging es dann weiter? Nein, das habe ich doch nicht gewagt. Habe ich nicht mehr gemacht. Aber wenn ich das selbst gemacht hätte, hätte ich ja den Vorteil gehabt, dass ich an einer anderen Uni noch mal ein, zwei oder noch mal drei Chancen gehabt hätte, diese Prüfung zu wiederholen. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, ne? Und der Heilige Geist hat mich wirklich da durchs Feuer getragen. Er hat mich an seine Verheißungen für mein Leben noch mal erinnert. Und eins dieser Verheißungen waren: Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und das hat mir nochmal Kraft gegeben, um weiterzumachen. Ja, genial. Wie hast du denn die Verheißung bekommen? Hast du die Bibel aufgeschlagen und klack, oder wie war Nein, das? so war das nicht. Also in dieser Zeit von Verzweiflungen, von Angst, ne, hat mich der Heilige Geist durch seine Stimme in mir zum Buch Jesaja geführt. Und als ich diesen Vers gelesen habe, Jesaja 43, Vers 2, das hat mich so angesprochen, ich habe mich an das Wort festgehalten. Ich habe gesagt, das kann nicht nur im Alten Testament bleiben, das möchte ich auch erleben, das nehme ich jetzt für mich. Und ich bin nicht alleine, du bist mit mir, du wirst auch mit mir durch diesen Feuer gehen. Das finde ich ja Genau. so genial. Es steht ja nicht, wenn Wasser kommt, dann dreh um, sondern es werden harte Zeiten Ja, kommen, aber ich gehe mit dir da ich gehe mit dir durch. da Und durch. oft möchte man ja fliehen, ne? Wie wir eben gesagt haben, aber Gott gibt oft uns die Zusage, sei stark, ich gehe mit dir da durch. Auf jeden Fall.
Ja, hat dir noch was anderes geholfen, weiterzugehen? Ja, also die vorherige Prüfung habe ich übrigens bestanden. Und da habe ich auch tatsächlich noch was anderes erlebt, auch wieder im Studium. Ich werde heute sehr viel von meinem Studium berichten, weil ich da wirklich Gottes Hand noch mehr als einmal erlebt habe. Und genau, was mir da dabei noch geholfen hat, ich habe an der Wand bei mir, direkt vor meinem Schreibtisch, habe ich alle Prüfungen dran geklebt, die ich schon im letzten Versuch auch bestanden hatte. Und jedes Mal, wenn diese Verzweiflungen kamen, wenn diese Stimmen kamen, wenn diese Angst nochmal kam, musste ich nur meinen Kopf hochheben, diese Häkchen sehen, und das hat mir wieder Kraft gegeben. Ja. Wenn Gott mir da geholfen hat, dann wird er auch diesmal tun. Und nicht, weil ich intelligent bin primär oder nicht, weil ich viel für diese Prüfung gelernt habe, sondern nur alleine durch seine Gnade. Und ich fand es immer wieder richtig bewundernswert, wie er mir auf verschiedene Arten auch den Sieg gegeben hat. Ja. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, wie viele verschiedene Situationen wir schon erlebt haben, ja, wo Gott uns wirklich überraschend durchgetragen hat. Ne? Total kreativ. Ist ja nicht so, dass es ein Schema gibt, wenn er uns einmal so geholfen hat, dann wird uns immer so helfen, immer so, sondern wir haben jedes Mal neu Angst in jeder neuen Situation und Gott trägt auf wundervolle Weise jedes Mal kreativ durch. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da auch an ein Erlebnis, was ich hatte. Das war im Februar mal, es war Winter, es hat gerade so frisch geschneit. Und ich denke, naja, wird nicht so glatt sein, gebe Gas und komme auf die andere Fahrbahnseite und lande so schräg im Graben. In dem Moment dachte ich, Wahnsinn, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt bin ich hier allein im Saarland, im Wald, im Graben und probiert mit meinem Handy jemand anzurufen, aber Akku war leer, wow, also keine Chance. Und ich hatte morgens einen Text über Vertrauen gelesen und der ist mir in dem Fall wieder in den Kopf gekommen und ich habe dann gesagt, okay Herr, ich habe keine andere Chance, als dir jetzt hier zu vertrauen. Wow. Und dann kamen Leute vorbei und eine Frau ist dann so angehalten und sagt, kann ich Ihnen was helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es hier vielleicht eine Feuerwehr, die könnte mich rausziehen, kennen Sie jemanden? Und dann sagt sie, ja, Moment, mein Mann, der kommt hinter mir, wir haben da so einen alten Lastwagen und da ist eine Seilwinde dran. Hammer. Kurze Zeit später kam der und ich war wieder aus dem Graben gezogen und das war so genial, weil ich Gottes Fürsorge in dem Moment so erlebt habe. Und dass er mich, auch wenn ich alleine irgendwo im Wald im Saarland bin, er sieht mich. Amen. Ja, du hattest auch erzählt von einem ganz coolen Beispiel von einer Prüfung. Erzähl ja, schon wieder mal eine Prüfung. Da war ich auch wieder im letzten Versuch, wieder diese Ängste, Verzweiflungen und ich hatte so viel gelernt. Kennt ihr das, Studenten, wenn ihr so viel gelernt habt und nicht mehr wisst, wie soll ich noch mal den Stoff noch lernen, wie soll ich denn so umdrehen, dass es wirklich jetzt passt für dieses Mal, pardon. Und so war das auch genau bei mir. Da bin ich bei uns in die Bibliothek gegangen, habe mir ein Buch ausgeliehen. Das war bei dem Maschinenbau arrangiert. Mhm. Ne? Und du studierst? Bauingenieurwesen studiere ich. Ne? Okay. Und ich dachte, ja, das Buch ist doch super, also klasse, alles drin, erklärt und alles, das leih ich mir mal aus. Mhm. Habe ich gemacht, paar Aufgaben, die drin waren, gerechnet. Und da kam an dem Tag der Klausur, da waren alle Hilfsmittel zugelassen. Was macht die Sarah? Die vergisst das Buch zu Hause. Aber du hast ja nicht gerechnet, das Ausrechnen von Maschinenbau, was drankommt. Ne? Genau, und zumal das ist ja ein Fach, was auch die Maschinenbauer auch haben. Ne? Mhm. Und da schaue ich mir die drei Aufgaben an. Genau die Aufgaben, die eine Aufgabe kam genau dran wie aus dem Buch mit den genauen Abmessungen. Aber die Sarah hatte das Buch nicht dabei. Tja, zumal hat es mir den Heiligen Geist auch da wirklich geholfen und ich konnte die Klausur mit der besten Note bestehen. Also ihm sei die Ehre dafür. Ja. Ja, also ich habe das auch mal gemerkt in der Situation. Ja. Mir ging es so, ich hatte eine OP vor mir und es war alles geplant. Und dann ist mir auch ein Vers tatsächlich aus dem Jesaja-Text wichtig geworden. Ja. Ich weiß nicht, durch eine Predigt oder in der sehr regelmäßigen Bibellese. Jesaja 41,10 stand, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.
Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Und das hat mich so mega durchgetragen. Amen. Ja. Aber erzähl mal, hattest du auch schon mal eine Situation oder eine Erfahrung gemacht, wo du richtig Angst hattest anfangs? Ja, ja. Also es kommt ja immer wieder neu. Also es war praktisch, ich habe nach einiger Zeit erfahren, ich muss noch mal eine OP über mich ergehen lassen. Ja. Da ging kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt mach dich nicht verrückt, sondern geh jeden Tag nach dem anderen. Also Jesus hat ja gesagt, es ist genug, dass ein Tag seine eigenen Sorgen hat. Ja. Und wir sind auch nicht dazu gemacht, dass wir uns für die nächsten 50 Jahre schon Sorgen machen. Wenn man es vergleicht mit einer Ameise kann das 20-fache ihres Gewichts tragen. Aber wenn jemand drauftritt mit 60, 70 Kilo, ist die futsch. Ja. Ähnlich machen wir es uns oft so schwer. Wir sind dazu gemacht, dass wir um diese 20 Dinge, die wir so am Tag erledigen müssen, dass wir uns um die sorgen. Aber wenn wir uns um all die anderen Dinge sorgen, um die Zukunft, um Dinge, die vielleicht eintreten könnten, werden wir krank. Und wie bist du denn mit der Situation umgegangen, mit der ganzen OP? Ja, es war so, dass ich dann, wie gesagt, das gut wegschieben konnte, bis auf diesen Tag davor. Und dann hat es mich ja mit voller Wucht gepackt. Und ich bin dann in den Wald. Bewegung ist immer gut. Wenn man Angst hat, kann ich jedem empfehlen, raus in die Natur, sich bewegen, und habe Gott so mein Herz ausgeschüttet und habe ihm all das gesagt, wovor ich Angst habe. Und als ich dann wieder zu Hause war, war es so, als würde er sagen, du nimm mal dein Tagebuch, ich habe dir was zu sagen. Schreib einfach mal auf, was ich in deine Situation reinsprechen möchte. Und ich habe gestern noch mal mein Buch rausgenommen. Wir sehen es hier an dem Beamer. Ja. Er hat gesagt, mein Kind, bitte vertrau mir. Ich bin bei dir, wo immer du hingehst. Ich beschütze dich. Ich breite meine Flügel aus über dich. Dein Körper ruht sicher während der Narkose. Wow. In Anlehnung an Psalm 16, da gibt es auch diesen Vers, mein Körper ruht sicher. Und das hat mich so getröstet. Und in dem Moment ist wirklich ein übernatürlicher Frieden auf mich gekommen. Und ich konnte wirklich in Ruhe da durchgehen. Konntest du auch anderen Menschen fragen, ob sie für dich beten? Ja. Oder was hast du noch dazu gemacht? Genau, das habe ich auch gemacht. Und was mir da wichtig ist, immer Leuten, zu denen man Vertrauen hat, konkret sagen, für was sie beten sollen. Also was ist denn mein Anliegen? Und so habe ich einfach eine Liste weitergegeben, bete dafür, dafür, dafür. Und bin auch selber immer dankbar, wenn Leute mir sagen, ich möchte das und das und das konkret dafür gebetet haben. Ja. Ja. Es ist ja so, denn wenn ich bete, trete ich in einen Raum ein, in die Gegenwart Gottes. Ist ja nicht so, dass es, viele sagen ja, mein Gebet geht nur bis zur Decke und nicht weiter, aber Gott ist unter der Decke. Das will ich wirklich jedem sagen, Gott ist hier. Gott ist dort, wo du jetzt bist, wenn du jetzt am Livestream zuschaust. Mhm. Gott ist da und hört dich und will auf dein Gebet reagieren. Er wird nicht immer so antworten, wie wir es uns wünschen. Wollen, aber er hört und ich trete, indem ich nur seufze oder nur einfach ihn suche, trete ich in diesen Raum ein, wo er ist. Amen. Sollten wir vielleicht noch einen Bibelvers lesen? Also ja. Matthäus 6, ab dem Vers 25. Matthäus 6. Bis Vers 27. Ich fange mal an, oder? Ja. Also Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung, um Kleidung. Bedeutet das Leben nichts mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Ja, ich finde es so genial. Jesus sagt, schau von dir weg, schau von deinem Problem weg, raus
in die Natur, schau die Vögel an. Man kann sagen, er hat die Achtsamkeit erfunden. Ja, stimmt. Das ist ja gerade sehr modern in der Psychologie. Eine große Bedeutung, achtsamkeitsbasierte Therapie. Man hat auch sogar gemerkt, dass es eine gute Rückfallprophylaxe bei Depressionen und Angststörungen ist. Aha, und was ist das genau? Kannst du vielleicht näher drauf eingehen? Ja, Achtsamkeit ist praktisch eine Haltung, mit der ich durch den Tag gehe, in der ich von Moment zu Moment lebe, diesen Moment, in dem ich bin, ganz bewusst erlebe. Wie Jesus sagt, schaut, bleib mal stehen und beobachte mal die Vögel. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal gemacht haben. Ein Vogel beobachten beim Fliegen, sich so viel Zeit nehmen, weg von seinen Aufgaben gucken, die man oft so zu tun hat. Man geht ja oft so mit Scheuklappen durch den Tag, ja, von einer To-Do-Liste zur anderen. Aber Gott sagt, bleib stehen, halte inne und schau, wie ich die Vögel versorge. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, hast du schon mal einen Vogel gesehen, der drüber nachdenkt, wie kriege ich Futter? So, der so seinen Flügel so aufstützt. Ne? Also er sagt, die fliegen einfach los. Ja. Und vertrauen. Ja, stimmt. Und mir ist es auch so klar geworden, dass wir mit unseren Sorgen keine einzige Stunde in unserem Leben verlängern können. Die Sorgen sind nur noch Energie- und Zeitfresser. Und die Zeit, die ich da drin investiere, mir Gedanken zu machen oder mir um irgendetwas Sorgen zu machen, kann ich diese Zeit doch benutzen, um mir Gottes Verheißungen noch klar zu machen und um ihn danken und loben für dem, was er schon getan hat und für dem, was er noch tun wird in meinem Leben. Ja. Das hat der David ja auch immer gemacht, der Psalmdichter, viele Psalmen lesen wir. Er sagt, was in seinem Herz vorgeht, er spricht die Dinge an, worüber er sich Sorgen macht, aber es gibt ein Vers, beruhige dich, meine Seele. Er spricht zu sich, er spricht zu seiner Seele. Sei still, denn Gott wird sich kümmern. Ja, sollen wir weiterlesen? Ja, gerne. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig? Ja, wow. Wieder das Thema achtsam sein. Ich war gestern Morgen im Rosengarten ziemlich früh und weil ich so die Morgensonne noch sehen wollte, ich habe ein paar Bilder gemacht. Es ist so genial, sich mal Zeit zu nehmen für die Pflanzen. Und Gott sagt, die sind viel schöner gekleidet, als wir Menschen je Stoffe herstellen können. Bestimmt. Und vor allem, wir sehen ja, der Satz, euer Glaube ist so klein oder vertraut ihr Gott so wenig, was heißt denn genau? So, ich denke mir, die Angst ist dann praktisch ein Zeichen von Unglaube. Das heißt, jedes Mal, wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen, wie zahle ich meine Miete morgen oder wie werde ich den morgen essen, dann wäre das halt so, als würde Gott, der unser Vater ist, nicht um uns sorgen können. Ist es so, dass die Kinder sich auch nicht viel Gedanken machen, ne? Ja. Die kleinen 3-4-Jährigen? Die sagen, ach, das wird schon alles klappen. Ne? Genau. Mama ist da oder der Papa ist da. Die vertrauen und leben ihr Leben in so einer Gelassenheit. Ja? Das ist echt ein Vorbild. Ist ja auch so, es gibt ja also diese falschen Sorgen, die mich verrückt machen, die mich kirre machen, die erzeugen ja diese Unruhe. Mhm. Und diese Unruhe erzeugt wieder Angst. Wenn ich im Prinzip aufhören will, mich zu fürchten, muss ich bei den Gedanken anfangen. Ja. Ich lese mal dann weiter den Vers 31, da steht, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Und das habe ich genauso in der Corona-Zeit erlebt. Ich konnte meinen Job nicht wahrnehmen, um mein Studium und meine Wohnung zu finanzieren. Mhm. Und
Eine meiner Mitbewohnerin hat von sich aus, ohne dass sie davon wusste, dass ich finanziell Engpässe war, meine Miete übernommen von dem Monat. Und obwohl es wirklich knapp war, habe ich nie an Essen gemangelt. Es war immer was zum Essen da und ich konnte so wirklich diesen Monat wirklich überstehen. Du hast ja auch gesagt, dass du gerne immer so planst, ne? Also dass du immer super exakt alles geplant hast und plötzlich hat dir da Corona einen Strich durch die Rechnung. Ganz genau. Und da muss man natürlich auch darauf vertrauen, dass Gott, dass seine Pläne über die Pläne von einer Pandemie stehen, dass er auch da einen Weg bahnen wird. Ja, lesen wir weiter. Es steht weiter, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb, sagt Jesus, sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, wir sehen hier, dass Jesus auf die Grundbedürfnisse der Menschen eingeht. Das sind zum Beispiel Essen, Trinken, Kleider und was auch immer dazu gehört. Und dazu braucht man in unserer heutigen Welt oder generell brauchen wir einen Job oder eine Ausbildung oder überhaupt eine Einnahmenquelle. Ne? Und ich setze mir ein Ziel und auf dem Weg zum Ziel sind wir Menschen den Ängsten jeglicher Art ausgesetzt. Ne? Und Jesus ist ja nicht dagegen, dass wir uns Ziele setzen, ja? Aber er hat wohl was dagegen, wenn wir diese Ziele an seinem Platz, also wenn diese Ziele seinen Platz einnehmen, wenn wir uns anstatt auf ihm zu vertrauen, anfangen plötzlich die Sorgen so zu ernähren, dass sie so groß wird und wir dann plötzlich den Blick verlieren, den Blick, den wir auf ihn richten sollten. Ja. Und das ist jedes Mal eine neue Entscheidung, jeden Tag neu. Jede Situation neu. Definitiv. Dieser Vers, Johannes 16, 33, finde ich auch noch sehr passend, dass Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr zwar Angst, aber seid getröstet, denn ich habe die Welt überwunden. Er hatte selber Angst, er war im Garten Gethsemane und hatte gehofft, dass seine Jünger mit Wache halten, aber die sind leider eingeschlafen. Aber er kennt also unsere Ängste, er kennt dieses Gefühl, er tut es nicht ab und sagt immer wieder, habt Mut, ja? Seid getrost. Seid getrost. Was heißt denn das in der französischen Übersetzung? Prenez courage. Also, prenez courage. Nimm den Mut in die Hand. In die Hand, genau. Genau. Angst ist Mut, Angst ist Mut, die gebetet hat, hat schon mal jemand gesagt. Das ist, es gibt da noch eine andere Übersetzung. Ja. Johannes 16, 33. Willst du die mal vorlesen? Gerne. Da steht im Johannes 16, Vers 33, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Was heißt, Jesus hat die Welt überwunden? Was willst du sagen? Ich stelle mir das so vor, also in meiner Übersetzung steht es halt gesiegt. Ne? Okay. Und Jesus hat ja den schweren Weg bis zum Kreuz auf sich genommen. Alle Lasten von uns hat er auf sich genommen. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Ja. Das ist doch genial, oder? Das ist genial. Letztendlich merke ich auch, da sind vielen Ängsten, die die Menschen haben, die Angst vorm Tod steckt. Ja? Mhm. Viele junge Leute haben Angst vor Krankheit. Die beobachten sich selber, die haben jetzt viel Zeit in der Pandemie, sind wenig abgelenkt und jedes Drücken, jede Auffälligkeit wird argwöhnisch beobachtet und gegoogelt, was das alles sein könnte und haben dann richtig Ängste, ja. Letztendlich steht aber die Angst vorm Sterben dahinter, die Angst vor dem Tod. Ja. Und Jesus hat ja gesagt, er hat den Tod besiegt. Ne? Ja, er ist uns ja vorausgegangen in den Tod. Und ich brauche mir quasi keine Angst zu machen. Ich brauche keine Angst zu haben, weil Jesus ihn schon überwunden hat. Hast du das verfolgt mit dem Philipp Mickenberger? Oh ja, habe ich. Diese vielen Videos, die er ins Netz gestellt hat. Und
Diese letzten 6 Monate von seiner Krebserkrankung, die er sehr öffentlich gemacht hat. Ich denke, einige kennen das. Wer es nicht kennt, kann es ja mal anschauen. Philipp Mickenberger heißt er, genau, in YouTube. Er hatte wirklich so einen übernatürlichen Frieden, finde ich, immer wieder das ausgestrahlt. Er hatte Leid, er hatte sicher auch Angst, aber letztendlich, ja, ist er durch den Tod hindurchgegangen und sieht jetzt, was er geglaubt hat. Ja. Und das zeigt auch nur, dass man, dass wir unserem Vertrauen oder unserem Glauben an Jesus nicht von Dingen abhängig machen sollten. Gott bleibt Gott, ob du krank bist, ob die Sonne scheint, ob es regnet. Er bleibt Gott. Er sitzt auf seinem Thron. Mhm. Ja? Und mir ist es auch wichtig geworden, dass die Angst nie alleine kommt. Sie kommt mit Schlaflosigkeiten, wie ich eben gesagt habe, mit Krankheiten und mit diesen Stimmen. Und das ist in dem Moment ein Kampf der Stimmen. Und diesen Kampf könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr eure Stimme gegen die Stimme der Angst erhebt. Dass, wenn dir diese Stimme sagt, du bist ein Versager. Nein, du bist kein Versager. Mach dir nochmal die Verheißungen, Jesus, für dein Leben nochmal klar. Und sprichst du dieser Stimme, sagst du, du hast mir nichts zu sagen. Ich bin ein Gewinner. Ich werde diese Prüfung meistern. Ja? Und genauso habe ich es auch im Studium erlebt. Ich war so oft so knapp dran, das Handtuch zu schmeißen und aufzugeben. Und doch habe ich immer wieder erlebt, dass ich zu mir selbst gesprochen habe und mich auf Gott verlassen. Und ja, das hat bis jetzt geklappt. Hast du schon mal was Ähnliches erlebt? Ja, ich hatte das mal erlebt, wo ich vor vielen Jahren einen ganz schweren Gang zu tun hatte. Und auf dem Weg dorthin ist mir auch wieder eine Bibelstelle wichtig geworden aus Josua 1, Vers 9. Mhm. Wo Gott, ich hatte den Eindruck, Gott weiß genau, was ich hier jetzt durchmachen muss. Und er hat wirklich gesagt, siehe, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn ich bin mit dir in allem, was du tust. Und darauf habe ich mich gestellt und verlassen und konnte Stück für Stück da durchgehen. Ja. Wir sehen ja, in der Bibel steht ja auch tatsächlich mindestens 365 Mal, fürchte dich nicht. Genau, also für jeden Tag ein Stück, fürchte dich nicht. Ich finde es Hammer. Wir hören jetzt ein Lied, Fear Not. Ich freue mich drauf. Die Band wird es nochmal in Worte fassen. Lasst euch das zusingen. Und wenn ihr hinterher das Bedürfnis habt, einfach für euch beten zu lassen, dann ist die Möglichkeit auch da unter den entsprechenden Hygienebedingungen.